Platz 5. Okay. Wenn es in diesem Ranking einen Film gibt, den ich uneingeschränkt empfehlen kann, von dem ich wirklich sagen kann, man sollte ihn sich mal angesehen haben, dann ist es dieser hier, obwohl der Film von Michael Verhoeven in bayerischer Mundart gesprochen wird, ein, wie ich finde, durch und durch infantiler Dialekt. Aber wer weiß, vielleicht hat das ja auch seine Richtigkeit. Verfilmt hat Verhoeven hier allerdings eine wahre Begebenheit aus dem Vietnamkrieg, als amerikanische Soldaten ein einheimisches Mädchen vergewaltigten und schließlich ermordeten. Nur einer der Soldaten weigerte sich mitzumachen und meldete den Vorfall seinem Captain. Die lapidare Reaktion des Captains? Der Mord ist außerhalb der Zivilisation geschehen, nämlich auf dem Schlachtfeld. Eine Strafanzeige würde der Sache des Friedens schaden. Damit wird der als Verräter abgestempelte Soldat zurück zu seinen Kameraden geschickt und der Fall zu den Akten gelegt. Jetzt fragt sich der geneigte Zuschauer, wie kann es dazu kommen, dass die Nacherzählung einer wahren Begebenheit einen Skandal auslöste, der schwere Konsequenzen für die Berlinale hatte? So ganz verstehen kann ich es auch nicht, aber 1970 war das so. Denn der Präsident der Festivaljury, George Stevens, empfand das als anti-amerikanisch. Einige Jurymitglieder wollten den Film vom Festival ausschließen, andere Jurymitglieder empfanden das als Zensur und schließlich zogen auch einige Filmemacher aus Protest teilweise ihre Filme zurück. Die Berlinale musste abgebrochen werden und Festivalleiter Alfred Bauer trat zurück. Nach diesem Ereignis stand die Zukunft der Berlinale gänzlich in den Sternen und wurde schließlich im Jahr darauf unter völlig neuen Gesichtspunkten organisiert. Dank dieses kleinen kritischen Meisterwerks aus Bayern, mit Meister Eder in der Rolle des Captains und die damals erst 16-jährige Eva Mattes als vergewaltigte Vietnamesin. Dieser Film ist mehr als okay. Platz 4. Das Gespenst. Was würde Jesus wohl sagen, wenn er in der heutigen Welt wandeln würde? Diese Frage treibt viele Menschen um und die Antwort darauf war auch in den 1980ern nicht so ganz ungefährlich. Zumindest, wenn man diese Antwort verfilmte und daraus eine tragikomische Gesellschaftssatire machte. Dann konnte es nämlich schnell passieren, dass einem Blasphemie vorgeworfen, der Film von der FSK verboten und zugesagte Fördergelder vom Bundesinnenminister persönlich stark verkürzt werden. So erging es zumindest dem vom Herbert Achternbusch 1982 gedrehten Film Das Gespenst, in dem eine lebensgroße Christusfigur in einer bayerischen Klosterkirche mal eben vom Kreuz steigt und zusammen mit der Oberin des Klosters durch das fromme Bayern zieht. Und eben jene Bayern sind gegen diesen Film Sturm gelaufen. Kein Witz, in München formierten sich 1000 katholische Pfadfinder zu einer Sühneprozession, bei der sie für den Sünder Achternbusch um Vergebung baten. Mittlerweile ist der Film nur noch in Österreich verboten und hierzulande sogar ab 12 Jahre freigegeben. So drastisch kann er also nicht sein. Was ich aber wesentlich interessanter finde, sind die Auswirkungen, die dieser Film unfreiwillig auf den deutschen Autorenfilm hatte. Denn dank der großen Kulturzeitungen Bams und Wams, die die staatliche Filmförderung für solche Werke als Steuerverschwendung brandmarkten, gingen zahlreiche Protestbriefe beim Bonner Innenministerium ein, das, welch grausame Fügung, von einem Bayer geleitet wurde. Und nachdem der sich den Film angesehen hatte, strich er die ausstehende Rate der Fördermittel in Höhe von 75.000 D-Mark und setzte weiterhin durch, dass das Preisgeld für die Vergabe der Bundesfilmpreise für das jeweils nächste Projekt nur noch 30% der Produktionskosten ausmachen. Denn, Zitat, ich werde keine Filme finanzieren, die außer dem Produzenten niemand sehen will. Der deutsche Autorenfilm ist seit damals in den Arsch gekniffen, weil Filmemacher oft kaum in der Lage sind, die restlichen 70% zu finanzieren. Platz 3. Die Sünderin. Prostitution, Sittenverfall, Sterbehilfe und Selbstmord. Was heute zu einer guten Folge Lindenstraße dazugehört, war 1951 im kreuzbraven Nachkriegsdeutschland Grund genug für Demonstrationen in fast allen Großstädten Deutschlands. Und das alles nur wegen eines Films, der, obwohl er von den damaligen Kritikern nach allen Regeln der Kunst verrissen wurde,
den Durchbruch der Schauspielerin Hildegard Knef bedeutete, die im Laufe des Films von ihrem Stiefbruder verführt wurde und darauf schnell merkte, dass ihr Männer alles geben, wenn sie mit ihnen in die Kiste steigt. Das allein war damals schon ausreichend für eine Hexenverbrennung, aber als die von der Knef gespielte Marina einen krebskranken Maler kennenlernt und sich prostituiert, um Geld für eine Operation aufzutreiben, und dann, als die OP keine Heilung bringt, Sterbehilfe bei ihrem Geliebten leistet und sich anschließend selbst tötet, da war Stimmung im gesitteten Deutschland. Die FSK verweigerte die Freigabe unter anderem, weil Tötung auf Verlangen als Selbstverständlichkeit und einzig richtiger Ausweg hingestellt werde und zur Nachahmung animieren könne. Der Regisseur Willi Forst war daraufhin ziemlich angefressen und drohte damit, an die Presse zu gehen, während der ebenso angefressene Produzent des Films, Rolf Meyer, damit drohte, das FSK-Urteil einfach zu ignorieren, um die FSK, die ja keine gesetzliche Grundlage hat, vor aller Welt bloßzustellen. Nach einer längeren Krisensitzung wurde der Film daraufhin doch noch freigegeben, mit dem Resultat, dass die Kirche daraufhin die weitere Mitarbeiter der FSK für kurze Zeit verweigerte. Der katholische Filmdienst rief alle Katholiken zum Boykott der Sünderin auf. Die braven Katholiken gehorchten und in Köln ging es sogar so weit, dass der Pfarrer Karl Klinkhammer mit frommen Jugendlichen Stinkbomben in Kinosäle warf und sogar gegen die Polizei vorging. Politiker verteilten Flugblätter mit Texten wie »Die Sünderin«, ein Faustschlag ins Gesicht jeder anständigen deutschen Frau. Und in Regensburg kam es zu einer dreitägigen heftigen Auseinandersetzung zwischen Filmgegnern, Filmbefürwortern und der Polizei. Dennoch entschied sich das Bundesverwaltungsgericht in dritter und letzter Instanz gegen eine geforderte Zensur des Films. Es versteht sich von selbst, dass der Film durch den Wirbel, den er verursachte, extrem erfolgreich wurde und ganz ehrlich, welcher Film könnte es heute noch schaffen, so viele Menschenmassen zu mobilisieren und die Gemüter derart zu erhitzen? Platz 2. Funny Games. Ein gewalttätiger Film gegen Gewalt. Auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Und wenn der Film nicht von Michael Haneke wäre, würde ich behaupten, der Regisseur hätte einen gewaltigen Sprung in der Schüssel, denn in diesem Film von 1997 wurde dem Zuschauer einiges zugemutet. Aber wie sagte Haneke so schön, selbst wenn einer schreiend aus dem Kino rennt, hat der gewalttätige Anti-Gewalt-Film etwas bewegt. Das mag man diskussionswürdig finden, aber selbst Sadisten dürfte ein wenig mulmig werden beim Anblick eines gebrochenen Beines, auf dem ständig herumgeschlagen wird, eines kleinen Jungen, der nach missglückter Flucht vor den Augen der Eltern erschossen wird, oder einer völlig in nackter Angst befindlichen Susanne Lothar, die übrigens, wie ihr Filmpartner Ulrich Mühe, viel zu früh gestorben ist. Also nicht nur im Film. Lustige Spiele nennen es die beiden Jugendlichen, die in das Ferienidyll einer Familie einbrechen und diese mit grausamer Beiläufigkeit terrorisieren, quälen und schließlich töten. Gar nicht lustig fand das ein Teil des Publikums bei der Premiere auf dem Filmfestival in Cannes. So eine ausweglose Brutalität könne man dem Zuschauer nicht zumuten. Ein französischer Regiekollege von Haneke nannte den Film eine Schande und das Schlimmste seit Clockwork Orange. Andere warfen die berechtigte Frage in den Raum, seit wann ein Psychothriller nicht gut ist, wenn er doch solche Reaktionen und Gefühle beim Zuschauer hervorruft. Außerdem ist die physische Gewalt nicht das Schlimmste, da sie nur teilweise gezeigt, mehr angedeutet wird. Schlimmer sind die Schmerzensschreie, die Panik in den Augen der Familienmitglieder, die Gewissheit des Zuschauers, dass der Film kein gutes Ende nehmen wird. Im Gegenteil, der Zuschauer wird sogar zum Komplizen gemacht. Verschwörerisch zwinkert einer der Täter direkt in die Kamera und spricht uns persönlich an. »Auf wen wetten Sie?«, fragt er den Zuschauer, nachdem er der Familie klargemacht hat, dass sie bis zum nächsten Morgen alle kaputt sein werden. Besonders fies ist die Szene, in der der Zuschauer für einen kurzen Moment glaubt, der Film würde gut ausgehen. Da gelingt es einem der Opfer, sich zu wehren und einen der Bösen zu erschießen. Doch das ist im Spiel nicht vorgesehen. Plötzlich nimmt sich der andere Böse die Fernbedienung und spult den laufenden Film zurück. Die Szene wird wiederholt, mit anderem Ausgang,
dem Zuschauer kein Happy End gegönnt. Auch die Frage nach dem Warum gibt dem Zuschauer keinerlei Erlösung. Es gibt keinen Grund. So einfach ist das. Haneke wollte Gewalt als das zeigen, was sie ist. Als nicht konsumierbar. Warum man sie dann konsumieren und sich den Film angucken sollte, ist da eine berechtigte Frage. Aber vielleicht auch gerade die Frage, die Haneke provozieren wollte, wer weiß. Vielleicht interpretiere ich da auch einfach nur zu viel rein. Auf jeden Fall bin ich aber davon überzeugt, dass dieser Film letztlich als Inspiration für Horrorfilme à la Saw diente. Platz 1. Salo oder die 120 Tage von Sodom. Okay, bei diesem Film werde ich mich nicht lange aufhalten, obwohl er den ersten Platz innehat, denn dieser Film ist selbst für meine Verhältnisse schon ziemlich kranker Scheiß. Wobei, das Wort Scheiße sollte ich hier besser nicht erwähnen, da muss ich gleich an die Szene denken, in der das Mädchen gezwungen wurde, die Exkremente des Hauptmanns mit einem Löffel... Ach, reden wir besser nicht darüber. Die Vorlage für diesen Film lieferte das Buch »Die 120 Tage von Sodom« des Marquis de Sade, von dessen Name übrigens auch der Begriff Sadismus abgeleitet wurde. In der Verfilmung des italienischen Regisseurs Pasolini aus dem Jahre 1975 wurde die Handlung in einen faschistischen Marionettenstaat im vom Deutschen Reich besetzten Norditalien verlegt und im Kern geht es um einige Anhänger des Regimes, die sich auf einem Anwesen blutjunge Männer und Frauen halten, um ihre Triebe an ihnen auszuleben. Die Gefangenen werden gefoltert, vergewaltigt, gezwungen, Kot zu essen und Urin zu trinken, wie Tiere an der Leine geführt und schließlich ermordet. Eine schockierende Vision menschlicher Machtbesessenheit und barbarischer Zerstörungslust inmitten hochgeistiger, kultureller Verfeinerung, hieß es in einer Kritik. Der Film gilt heute als eines der umstrittensten Werke der Filmgeschichte und ist bis heute in vielen Ländern verboten, was ich nicht verwunderlich finde. Ich bin strikt gegen Zensur, um das mal klarzustellen, aber dieser Film ist mir einfach zu viel geworden. Allerdings muss ich anerkennen, was diese Dystopie leistet. Sie zeigt das Barbarische an der Bestie Mensch und wozu er fähig ist. Und das wirklich Schlimme ist ja, dass dieser Film immer wieder von der Realität eingeholt wird. Einigen sind vielleicht noch die Folterbilder aus dem Irakkrieg im Kopf, wo amerikanische Soldaten wehrlose Gefangene sexuell demütigen und foltern. So gesehen leistet der Film vielleicht sogar einen wichtigen Beitrag zum Thema Faschismus, Krieg und Machtgier. Vielleicht sollte jeder ihn mal gesehen haben, oder es zumindest versuchen. Das immerhin habe ich, aber ein zweites Mal werde ich mir das nicht antun. Ganz sicher nicht. So, das war das Ranking der Skandalfilme. Wenn ihr jetzt sagt, Moment mal, da fehlt aber noch der und der Film, dann schaut euch doch eben das kleine Bonusvideo an, das ich hier irgendwo und in der Beschreibung verlinke. Darin gehe ich noch auf 4 weitere Filme ein, die man eventuell in so einem Ranking vermuten würde und darauf, warum sie eben nicht hier zu finden sind. Das war es soweit von mir. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und dafür, dass es zumindest der ein oder andere bis hierhin durchgehalten hat. Tschüss und bis zum nächsten Mal.